Hallöchen und willkommen zurück hier bei Anno. Wir spielen weiter Kampagne und sind zurück in Ditchwater. Und wir müssen erstmal gucken, was wir alles Schönes machen müssen. Wir müssen noch ein paar Boote bauen für den Archibald. Da würde ich sagen, fangen wir auch gleich mit an. Zack, zack, zack. Oh, DPI, der Maus, das passt Schoner eigentlich. Einen Schoner brauche ich nicht. Mein Flaggschiff. So, Archibald, was geht bei dir? Kann ich wieder ein paar Quests machen? Will ich aber nicht. Ich muss mir das hier an Sie übergeben. Ja, das gucke ich mir später an, meiner. So, wir müssen noch ein paar Schiffe bauen. Das ist jetzt eigentlich im Auftrag. Und dann brauchen wir noch eine Fregatte. Das ist eine Flaggschiff. Was brauche ich denn für die Fregatte? Brauche ich Handwerker? Okay. Was brauche ich für Handwerker, Schönes? Eigentlich nichts. Ich könnte euch upgraden, ne? Ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit den Handwerkern. So, wo geht es denn am besten los? Das soll ja ein bisschen zur Stadt passen. Wo würden sich denn Handwerker ansiedeln? Hier erstmal an der Bar, am Wirtshaus. Sehr schön, Handwerkskunst. Wir brauchen noch ein paar mehr davon. Um neue Sachen freizuschalten vor allem. Handwerker, was gibt es da Schönes? Da gibt es... Ein Ort zum Leben und Arbeiten. Da bist du hier genau richtig bei mir. Jetzt gibt's Fenster. Okay, was gibt's da Schönes? Quarzgrube, dann machen wir Glas daraus, dann brauchen wir noch Holz und dann gibt's Fenster. Ey, cool. An der Insel Bristol gekauft. Okay, ist das meine Insel? Nö, ich sehe, ja, ne? Die Kaiserin wünschen, dass ich sie in dieses fremde Land begleite. Vor meinen Augen sehe ich. Ja, das ist okay. Und doch kann ich sie nicht. So, was gibt's denn noch alles mal Schönes Neues? Hier gibt's jetzt eine Fleischkonservenfabrik. Da brauchen wir Rinderfarm, Paprika. Haben wir auf der Insel leider nicht. Dann machen wir daraus Großküche. Okay, macht daraus Suppe oder irgendwas. Und noch Eisen für die Dose halt, ne? Und was gibt's noch? Was ist das? Ein Ratshaus. Ja, okay. So, Dich können wir erstmal jetzt zu Archibald schicken. Und kann ich jetzt schon die Fregatte bauen? Die kann ich bauen, die braucht aber noch 15 Kanonen. Wie sieht es beim Kanonen aus? Die sind fleißig am Gießen. Haben wir denn irgendwas zu wenig? Was geht denn runter? Sachen gehen runter. Brauchen Handwerker noch Sachen? Mein Leben ist halb gelebt. Ne, brauchen die nicht mehr. Also wenn ich mehr Handwerker habe, brauche ich weniger Sachen. Dein Leben ist halb gelebt. Dein Leben geht erst los. Sei ja nicht so negativ. Sachen gehen runter. Das heißt, wir brauchen mehr Wolle und mehr Klamotten. So, hier waren ja unsere Schäfereien. Metzgerei, Weberei. Haben wir nur zwei Webereien, ne? Drei Webereien. Wir können noch ein paar Schafe auf jeden Fall mitbauen. Damit wir die Bedürfnisse auf jeden Fall erfüllen. So, hier kommt eine kleine... Ah, wir bauen noch zwei hin. Zwei kleine Schäfereien noch hin. Und dann bekommst du noch eins. Das geht jetzt nicht mehr. Dann machen wir hier dann halt Schluss. Und noch eine Weberei. So, Weberei haben wir. Das haben wir. Wir brauchen noch mehr Bauern. Das heißt, wir brauchen noch ein paar mehr Gebäude. Aber die Stadt wächst echt ziemlich schnell. Vor allem, wenn man immer wieder neue Leute braucht. Und das ist ja ein richtiges Ghetto. Eine Straße für alle. Zack, verbunden. Jetzt gucken wir nochmal, was wir noch so brauchen. Holz passt. Fische sinken ein bisschen, also müssen wir noch eine Fischerhütte bauen. Aber ich glaube, die essen auch keinen Fisch mehr, ne? Die anderen jetzt. Und das kostet ja auch wieder solche Arbeitskräfte. Ich muss das irgendwann outsourcen. Also die Schäfereien oder die Schnapsbrennereien müssen dann weg. Spiel gespeichert, sehr schön. Die müssten dann weg. Können wir noch so ein paar Bäume hinterbauen. Ein bisschen Deko.
Denn mir gehen die Bauern hier aus auf der Insel und ich will ja immer weiter upgraden. So kanontechnisch. Wie sieht's aus? Hier weg. Da fehlen jetzt noch. Oh, wir haben gerade mal zwei Kanonen gemacht, ey. Macht mal ein bisschen mehr Betrieb. Wir können mal ein bisschen schneller wieder stellen. So, Kanonen. Was ist da los? Wir haben viermal Eisen nur. Aber wir haben genug Eisen und Kohle. Wenn wir jetzt kein Eisen mehr verkaufen würden, möchte ich gar nicht mehr. Dann könnte ich ja noch einen Hochofen bauen eigentlich. Ne? Ein Hochofen müsste noch passen. Aber da wird ja auch wieder alles brauchen. Ne? Hochofen. Der braucht nur solche. Da haben wir noch genug. Okay. Dann haben wir jetzt zweimal Eisen. Würstchen sind noch okay. Brot geht nach oben. Mehl geht nach oben. Das ist alles schick soweit. Seife geht nach oben. Weg möchte ich nicht bauen. Das möchte bitte weggehen. Danke. So. Ihr habt keinen Platz mehr oder volles Lager. Holz. Brauche ich ja dann eh für die Fenster. Das passt dann soweit. Und ich brauche immer noch ein paar mehr Bauern. Ja, mehr Bauern, wieder mehr Fisch, wieder mehr Schnaps. Teufelskreis. Und wenn ich jetzt die upgrade, brauche ich wieder mehr Arbeiter. Aber die brauchen halt nur Seife. Was brauchen die nicht? Brot? Doch, Brot wollen sie, was wollen sie aber nicht haben. Eine Schule brauchen die nicht mehr. Doch, brauchen sie auch noch. Schule noch. Keine Kleidung und kein Fisch und kein Markt. Die brauchen keinen Markt, okay. Aber eine Kirche und Bier. Ja, Bier kann ich auf der Insel nicht brauen. Ich habe keinen Hopfen. Das heißt theoretisch, wir bräuchten noch eine neue Insel. Aber erstmal will ich eigentlich jetzt die Fregatte noch bauen. Bevor ich hier weitermache. So, wir brauchen jetzt davon 10, davon 1. Jetzt baue ich hier wieder einen hoch. Und schon brauche ich davon wieder 10. Aber ich müsste noch Platz haben. Ja, weniger als gedacht. Okay, das könnte reichen. Gerade so. Ja, die kommen doch. Bleibt doch cool. Wo könnte man dann hin? Auf welche Insel? Die hat Hopfen. Die hat Weizen. Also Getreide. Jagdgründe und Wein ist gut. Und für Schafe brauche ich ja nichts Spezielles. Ja, ich weiß, ich kann ja nicht bauen. Ist okay. Ich würde sagen, wir werden mal die Insel besiedeln. Was brauche ich denn für die Besiedlung? Ja, wir gucken einfach mal rüber. Dann sehen wir es ja. Wo gehen wir denn da hin? Hier könnten wir ran. Da können wir nicht ran. Hier können wir ran. Ja, gehen wir oben ran. Schoner steht bereit. Schoner steht bereit. Das ist sehr gut. So, hier Polizeiwache, alles schick. Klamotten bleiben stabil, bleibt stabil. Segel verkaufen wir ja, können wir auch, das ist okay. Lehm habe ich viel zu viel. Ich könnte eigentlich wieder eine Lehmfabrik abbauen, also eine Lehmgrube zumindest. Weil da habe ich vielleicht doch ein bisschen übertrieben mit Lehm. Könnte ich die zurückbauen und das zurückbauen. Und da würde ich wieder ein bisschen mehr Geld machen, wobei Geld spielt gerade keine Rolle. Aber wir reißen das ab, das ist zu viel. Wir wollen wirtschaftlich arbeiten. So. So haben wir das abgerissen. Was ist das hier? Das können wir nicht abreißen. Weil das war viel zu viel Lehm. Das kriegen wir nie und Lehm alle. Brote wächst. Seife passt. So, wir gucken erstmal, was wir jetzt dafür überhaupt brauchen. Eine Rinderfarm, was braucht die? Die braucht nur Holz, die braucht auch nur Holz. Eisen, okay. Fenster, okay, also brauche ich erstmal Fenster, muss ich erstmal die Fensterproduktion aufbauen. Dafür brauche ich Quarzsand. Den gibt es am Wasser, okay. Ich fange an, mich zu fragen, ob sie die Dinge nicht ändern könnten. Ich kann alles ändern, wenn ich möchte. Machen wir Quarzsand. Dann
machst du ja Glas aus Quarzsand bestimmt. Machst du irgendwie Dreck oder so? Sehe ich das? Sehe ich nicht. Dann machen wir hier kurze Wege. Kriegen wir sogar noch ein paar Häuser hin. Nutzen wir aus, machen wir. Und natürlich noch ein bisschen Deko. Deko muss immer mal sein. Hier noch ein bisschen was hin. So. Gucken wir mal ran. Oh ja, noch ein bisschen. Sehe ich ein Warenhaus. Zufriedenheit. Ist eigentlich okay. Alles hier ist höchst zerbrechlich. Ah, du kommst nicht ans Warenhaus ran. Du kommst ran? Du kommst auch nicht ran. Aber du meckerst nicht. Warum meckerst du nicht? Du meckerst. Also müsste ich jetzt hier noch ein Warenhaus hinbauen. Dann bauen wir das hier noch mit hin. So. Holz habe ich theoretisch genug, weil kriege ich ja nicht alle. Also ist hier noch eine Fensterfabrik. Aber dafür brauche ich Eisen. Eisen habe ich nicht, habe ich nur 5 Mal. Wir gucken erstmal zum Bötchen. Kann ich bauen? 10 mal Holz, 8 mal Eisen. Ja, Holz habe ich genug, also Bretter, aber Eisen nicht. Aber wir haben ja jetzt 2 Fabriken davon, das passt soweit. Ja, das bleibt auch stabil, Kohle passt. Das ist nur eine Frage der Zeit, dann geht das voran. So, wir haben eigentlich von allen zu wenig Arbeitern. Ich könnte noch mehr Leute gebrauchen auf der Insel. Warentechnisch ist es auch gerade stabil. Das heißt, wir können uns noch ein paar Gebäude gönnen. Wo machen wir denn noch? Also die Schnaps muss ich irgendwann wegmachen. Was ist hier los? Zu viele Transporter. Kann ich nicht upgraden. Da fehlt 20 mal Fenster und 20 mal Eisen. Das ist schon echt viel. Na klar, wir ziehen den Karren aus dem Dreck. Finden und holen Sie den Ehemann der Bäuerin. Das ist immer nur so meine Quests, ne? Ihr wisst Bescheid. Da war er. Ah, okay. Was gibt's da Schönes? Paprikasaatgut. Mhm. Gibt's hier Paprika? Kann ich hier überhaupt Paprika anbauen? Passt das zu meinem Breitenkreis? Items. Hier haben wir noch ein griechisches Feuer. Okay, Paprika. Ah ne, das beeinflusst nur die, ne? Beeinflusst Paprikafarm. Produktivität minus 15%. Aber ich habe dann da Fruchtbarkeit Paprika. Zuerst mal brauche ich nochmal 2 Mal davon. Ne, so möchte ich das nicht. Ich möchte das eigentlich... hier, Transfermenü. Und dann hätte ich gerne noch 2 Mal. Also nicht Stahl, Eisen. So. Und dann nimmst du noch gleich das Saatgut mit, was soll's. Kann das so gedruckt werden? Ich gucke. Sofort bin ich bei dir. Und dann gucken wir mal, ob die Zeitung so passt. Wenn nicht, wird's passend gemacht. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Das ist okay. Das ist okay. Das können wir da noch schon so reinmachen. Ablenkung, Einfluss. Einfluss. Mehr Einkommen und Einflusskosten 25. Ja, komm. Kaufen, kaufen, kaufen. Weniger mehr. Manchmal ist aber auch mehr, ne? Es trägt ihre Handschrift. Genau. Und das ist auch gut so. So, also Schnaps. Ne, die Kartoffeln habe ich drüben nicht, ne? Kann ich nicht Schnaps aus Sourcen sozusagen. Drüben, nach drüben verlagern. Aber ich kann die Schafe nach drüben verlagern. Weil die kosten ja auch 50 Bauern, 60 Bauern. Das sind 150. Das sind ja schon 4 Weberei, Weberei. 4 Weberei, das sind schon 200 Mann. Spielstand für Speicher. Plus die ganzen Schafe. Puh, das sind etliche Bauern. Vielleicht sind Sie der Drache unter den Sterblichen. Einen Lieferauftrag. Okay, was gibt's dafür?
Ein Knabenchor Flügelblatt. Selten. Okay, hier ausgerüstet hat er Rad raus. Beeinflusst Schule, Kirche und Kapelle. Unterhaltskosten minus 10. Attraktivität plus 10. Die Kälte weicht der Wärme. Holen Sie Quinn verziertes Clipper ab. Was? Wo muss ich da hin? Holen Sie von Quinns verzierter Clipper ab. Ist es unhöflich zu fragen, ob Sie bereits fertig sind? Nee, ich bin nicht fertig. Ich muss erstmal schnell hier die Insel bebauen. Manchmal braucht man einen Plan B. Ja, oder einen Plan C noch, ne? Nur stete Übung. So, dann gehen wir dorthin. Können wir jetzt schon die Fregatte bauen? Ja, die Fregatte können wir bauen. Dann wird die gleich in Auftrag geben. Und dann fehlen uns natürlich die Arbeiter, weil jetzt müssen da ja 100 Leute noch hin. Harte Arbeit zahlt sich doch aus. Und dann würde ich sagen, createn wir hier ein paar Gebäude ab. Aber ich muss echt diese Schaffarm auf die andere Insel verlagern, denn ich habe viel zu wenig Bauern. Ich baue jetzt noch ein paar mehr Häuser mit auf die Insel. Wird noch ein bisschen erweitert, die ganzen Viertel. So, so und so. So. Warentechnisch muss ich immer mal überprüfen. Kartoffeln habe ich viel zu viel. Und Schnaps auch. Jetzt ist es wieder zu viel von allen. Vorher hatte ich zu wenig von denen. Jetzt zu viel. So. So, jetzt muss ich das den Archibald liefern. Ja, das sind ja eigentlich schneller, leichte Aufträge. Das ist okay. Hier habe ich jetzt 40 mal Holz. Was baue ich denn jetzt hier auf die Insel erstmal? Einen kleinen Markt, weil Leute brauche ich ja auch zum Arbeiten. Ist ja nicht mehr wie früher, dass man einfach Produktionsstätten errichten kann, wie bei den anderen Anurteilen. Jetzt brauche ich ja noch Leute auf dieser Insel. Bringen Sie frohe Kunde. Ich bringe immer frohe Kunde. Also bauen wir eine neue kleine Siedlung auf. Das Kaiserhaus überbringt seinen Dank. Ja, nicht zu danken, ne? Ich habe zu danken. Dankeschön. Für das Knabenchor Flügelblatt. Nicht genug Arbeitskräfte. Ja, ich bin noch dabei. Das wird alles geklärt. Ich lese in dir wie in einem Buch. Nein, bitte nicht mich lesen. Das möchte ich nicht. Mache ich hier jetzt noch Holz? Nee, mache ich kein Holz. Auf die Insel, nee, das liefere ich immer rüber, das passt so weiter. Besser geht immer. Man braucht ja Fisch. Ab 50 Bauern, also braucht ihr auch noch keinen Fisch. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ja, das ist immer gut, wenn die sich bekriegen. Dann kann ich mich raushalten und räume dann den letzten weg. Von Himmel und Erde. Ich möchte keine Allianz, da muss ich dir helfen. Nicht zurück. Und ich möchte dir nicht helfen, so. So, wir haben wieder was geteilt. Die gehen da zu zweit auf die Insel oder was? Oder wo kauft die sich ein? Das können wir dann erstmal hier rüber räumen. Und die Paprika wollte ich ja hier oben hin räumen. Weil hier wird schön Fleisch abgebaut. Angebaut. Also Rinder gezüchtet. Das hört sich ja sonst komisch an. Ach so, habe ich jetzt schon genug? Ich, ja, die ganze Zeit, ne, für meine Fensterfabrik. Ja, habe ich. Sehe ich das, wenn die irgendwelches Mist produzieren? Also was die Leute nicht mögen. Sehe ich hier eigentlich nicht, ne? Attraktivität, doch da steht's. Hier geht nichts verloren. Hier geht keine Attraktivität verloren. Okay. Aber steht das hier generell da? Ach, da steht's. Okay, ich hab's gefunden. Endlich. Vom Stapel gelaufen. Attraktivität? Nein. Wird nicht verloren. Ihr Unternehmen floriert. Sie werden immer mehr zum Ebenbild ihres Vaters. Friede so. Seiner Seele. Dann machen wir jetzt Fenster. Aber dafür brauchen wir noch viel mehr. Dankeschön. Mein Boot ist auch fertig.
Brauche noch ein paar von denen. Wo ist mein Bütchen? Neue Befehle, Admiral. Admiral, du musst zu Archibald. So, das Saatgut soll auf die Insel. In der Handelskammer kann ich das ausrüsten. Okay. Müsste ich eine Handelskammer bauen? Wo war die Handelskammer nochmal? Das war Hafen. Depot. Hafenmeisterei. Da muss die ja hier irgendwo sein. Varieté. Handelskammer. Ich bin am Suchen. Hier, Handelskammer. Aber habe ich dann auf der Insel auch Paprika oder wie? Hier ausgerüstet. Beeinflusst Paprikafarm. Produktivität 15%. Paprika-Fruchtbarkeit bereitgestellt. Habe ich dann nur in den Einflussgebiet Paprika? Das macht mich jetzt gerade ein bisschen stutzig. Mein Kanonenboot, ist das nicht angekommen? Hallo? Segel setzen! Toleranz, Sympathie. Ich möchte dir das verkaufen. Sehen Sie, ich fertige gerade einige Schnitze. So, das habe ich verkauft. Und jetzt verkaufe ich das noch. Und dann habe ich noch gewonnen, Units, ne? Und XP vom Ubisoft Club. Krieg ist die letzte Option. Ich wollte es Ihnen zuerst nicht sagen. Doch nun, ich habe Gründe dafür anzunehmen, dass Ihr Vater ermordet wurde. Oh oh. Und der Mörder? Sein ehemaliger Zellengenosse läuft frei herum. Das ist heißt, schön. Er verstecke sich und bereite sich auf seine Flucht in die neue Welt vor. Okay, aber damit würde ich sagen... Und versorgt den Mörder von Madame Kahinas Hafen aus. Dem sollten wir nachgehen. Hören wir uns das noch kurz an, was er zu sagen hat. Und haben eine neue Errungenschaft freigeschalten. Wir sind wieder im Geschäft. Und sehen uns damit in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.